Schuld an meiner verbalen Entgleisung ist der Aufmacher im Wirtschaftsteil. Die Bank Sarasin und das Projekt Gipfelsturm, lautet die Schlagzeile. Die Bank steht unter Verdacht, mit fragwürdigen Geschäften auf ungerechtfertigte Steuergutschriften abgezielt zu haben. Die Risiken waren der Bank offenbar bewusst. Im Artikel ist ein Verweis auf die Süddeutsche Zeitung, der wohl ebenfalls ein internes Memorandum vorliegt. Sofort rufe ich meinen Redaktionskollegen Andreas Mönnig an. Er ist immer einer der Ersten in der Redaktion. »Hallo, Olli«, meldet sich Andreas. »Hast du auch Süddeutsche gelesen?« Ich erwähne die Story im Tagesanzeiger mit dem Verweis auf die Süddeutsche. »Die Süddeutsche hat heute im Wirtschaftsteil eine komplette Themenseite zu Cum-Ex«, sagt Andreas. »Insgesamt 3 Artikel. Einer ist überschrieben mit Akte Flora, der erste packt aus. Darin geht es um die Cum-Ex-Geschäfte der Hypo-Vereinsbank, also nicht unsere Geschichte«, sagt Andreas. Dann haben Sie noch ein kurzes Erklärstück unter der Überschrift Cum und Ex, das Geschäftsmodell. Damit kann man leben, denke ich. Aber Andreas ist noch nicht fertig. Der 3. Artikel wird dir ganz und gar nicht gefallen. Überschrift: Projekt Gipfelsturm. Das Schweizer Geldhaus hat offenbar gezielt den deutschen Staat betrogen. Bevor ich mir weiter mit Kraftwörtern etwas Luft verschaffe, sagt Andreas: Ich stell mal auf laut. Uli und Wiegbert sind auch schon da. Wir diskutieren gerade, was das für uns bedeutet. Wiegbert Löhr ist seit einem knappen Jahr im Investigativteam. Er war vorher im Sportressort des Stern, hatte einen heißen Tipp zu einem Wettskandal im Profifußball und war damit zu uns gekommen. Zur Grundidee des Investigativteams gehört es, dass wir möglichst ressortübergreifend arbeiten, um so die Fachkompetenz der Ressorts zu bündeln. Das klappt mal gut, mal weniger. Mit Wiegbert klappte es so gut, dass er anschließend zu uns wechselte.